Herzlich willkommen zu meiner Einführung in die lateinische Sprache. Wie der Name dieser Playlist schon suggeriert, geht es hierbei um das Erlernen der lateinischen Sprache und zwar von der Pike an. Wir werden wirklich bei Null anfangen, sodass ihr, wenn ihr hier mitmachen wollt, keinerlei Vorkenntnisse benötigt. Wir fangen wirklich von ganz von vorne an. Und was man am Anfang für gewöhnlich macht, ist, man lernt zunächst die A-Deklination der Substantive und dann auch die A-Konjugation der Verben. Und genau damit werden wir hier auch beginnen. Doch zunächst will ich noch eine kleine Bemerkung machen, und zwar, ich habe oft die Beobachtung gemacht, dass sich Schüler oder Freiwillige oder wer auch immer Latein lernen möchte, mit der Vielzahl an grammatikalischen Begriffen konfrontiert sieht, die oft eher zu Verwirrung als zur Erleuchtung sozusagen führt. Deswegen werde ich hier viele Sprachbeispiele bringen. Ich werde die Terminologie zwar nennen, natürlich, man muss sie kennen letztlich, wenn man an anderen Stellen liest, aber ich werde nicht sehr darauf herumreiten. Ich werde es immer sehr mit Beispielen untermauern, damit das Ganze auch schön lebendig bleibt. So Grammatikdarstellungen neigen ja dazu, sehr trocken zu sein, was an der Natur der Sache liegt, wenn man nicht gerade wie ich so große Begeisterung für Grammatik als Phänomen im Allgemeinen für viele Sprachen mitbringt. Deswegen, ich werde die Begriffe nennen, aber ich werde nicht allzu sehr darauf herumreiten. Okay, ohne groß weitere Worte zu verlieren, beginnen wir also mit der A-Deklination der Substantive. Und wie ihr bestimmt wisst, oder wenn ihr es nicht wisst, ist es auch egal, dann lernt ihr es eben jetzt. Gibt es im Lateinischen, genau wie im Deutschen, einen Singular und einen Plural. Und für jede der Deklinationsklassen des Lateinischen, von denen die A-Deklination die nur eine ist, man nennt sie auch die erste Deklination, vermutlich betrachtet man sie deswegen auch in Einführungen immer als erstes, gibt es einen Singular und einen Plural in allen diesen Deklinationsklassen. Fünf sind es an der Zahl. Also, ja, also, das ist, was wir hier betrachten, ist also die A. Normalerweise schreibt man dieses A klein, aber daran soll es jetzt nicht scheitern. Die A, die A-Deklination. Und was den Numerus als grammatikalische Kategorie anbelangt, habe ich schon gesagt, Singular. Und Plural. Was wir nämlich jetzt machen werden, ist, wir stellen ein Paradigma auf für ein Beispielnomen der A-Deklination. Die Nomen, die zur A-Deklination gehören, sind in der großen Mehrzahl Feminina. Deswegen schreibe ich hier noch in Klammer Feminin dazu. Das kennt ihr, wenn ihr moderne romanische Sprachen gelernt habt, zum Beispiel Italienisch, da ist das auch noch so. Wenn ihr da ein Wort habt, das auf A ausgeht, also ein Nomen, das auf A endet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es ein Femininum ist, zum Beispiel Pizza oder Toskana oder Italia, was auch immer. Singular und Plural. Und dann unterscheidet das Lateinische sechs Kasus. Und diese sind der Nominativ. Der also die syntaktische Kategorie des Subjekts einnimmt. In ihm, also das ist die Zitierform, könnte man auch sagen. Und im Nominativ findet ihr Nomen im Lexikon, deswegen auch der Name. Da steckt lateinisch Nomen drin, also Name. Dann natürlich der Genitiv. Der wörtlich ein Kasus des Erzeugens ist. Darauf gehen wir jetzt nicht näher ein, wir werden ihn bald genug in Aktion erleben. Dann natürlich der Dativ. Da steckt dare drin, also geben. Die ursprüngliche Funktion des Dativs ist es nämlich, anzugeben, zu wessen Gunsten eine Handlung oder ein Vorgang geschieht. Dann der Akkusativ. Und wenn ihr
ihr mit der deutschen Grammatik vertraut seid, dann werdet ihr feststellen, bis hierhin gibt es eigentlich, was die Anzahl der Fälle anbelangt, keine Differenz zum Deutschen. Das sind auch die vier Fälle, die das Deutsche unterscheidet. Der Akkusativ ist jener Kasus, in dem das Objekt eines Satzes steht. Das Objekt steht also immer im Akkusativ. Hier steckt nämlich lateinisch accusare drin, also beschuldigen und so etwas. Und dann noch der Ablativ. Das ist der erste Kasus, den es im Deutschen nicht gibt und der im Lateinischen einige Schwierigkeiten bereiten kann, weil er sprachgeschichtlich betrachtet mehrere Kasus, also nicht mehr, so viele sind es auch wieder nicht, aber hier hat ein sogenannter Kasus-Synkretismus stattgefunden. Das bedeutet also, die Rolle von mehreren Kasus vereinigten sich in einem, weil der Ausgang, die Endung gleich lautete. Das ist ein sprachgeschichtlicher Vorgang, für den das Lateinische als Sprache nichts kann. Aber grundsätzlich kann gesagt werden, die ursprüngliche Funktion des Ablativs ist es anzugeben, die Bewegung von einem Ort weg. Daher auch die Bezeichnung Ablativ. Das ist das Partizip von affere, also von einer Sache wegbringen. Ablatus heißt also weggebracht und davon leitet sich der Name Ablativ ab. Und dann schließlich noch den Vokativ, der als Kasus nur in der O-Deklination wirklich unterschieden ist von dem Nominativ. Sonst macht dieser Kasus ja keinerlei Probleme, weil er formidentisch ist. Er wird nur unterschieden in der O-Deklination. Und da steckt natürlich vocare lateinisch drin, also rufen. Das sind die sechs Kasus des Lateinischen. Und für jede der Deklinationen, von denen die A-Deklination die erste ist, werden diese sechs Kasus unterschieden, und zwar in Singular und Plural. Und dann auch noch hinsichtlich des Geschlechts, das ein bestimmtes Nomen hat. Die A-Deklination hat für gewöhnlich feminine Nomina. Also, um es nochmal zusammenzufassen, die Formen, die wir hier gleich hinschreiben werden, werden unterschieden in den verschiedenen Deklinationsklassen in welches Geschlecht, A-Deklination feminin, im Numerus, Singular und Plural, wie im Deutschen, und in diesen sechs Kasus hier. Und im Falle der femininen Nomen Nomina der A-Deklination sehen die Formen wie folgt aus. Ich werde eine andere Farbe mal nehmen hier so. Wir nehmen als Paradigma-Wort, also als Beispielwort mal Puella, das wird gerne genommen, weil es nicht nur grammatikalisch weiblich ist, sondern tatsächlich auch semantisch. Das bedeutet nämlich Mädchen. Puella. Das ist der Nominativ Singular. Puella ist ein feminines Nomen, das seht ihr an der Endung hier, Puella. Was heißt an der Endung? Eigentlich ist das nur der Wortausgang. Die Endung ist hier eigentlich eine Nullendung. Wird in der Linguistik auch gerne so geschrieben. Wie so ein Mengenzeichen aus der Mathematik, das die leere Menge angibt. Aber das lassen wir hier mal weg. Das wollte ich nur demonstrieren, weil die Begriffe Wortausgang und Endung gerne durcheinander purzeln. Das passiert allzu leicht, wie ihr seht. Also Puella im Nominativ Singular, A-Deklination. Im Genitiv ändert sich nicht viel. Es ändert sich generell nicht viel, weil es ist ja nur ein bisschen Deklination. Im Lateinischen ist das nicht so wild. Puellae. Puellae. Das ist der Genitiv. Und an dieser Stelle die Bemerkung noch, weil ich Latein so gerne mag, spreche ich es auch gerne möglichst klassisch aus. Also so wie es im ersten Jahrhundert vor Christus, als die Sprache standardisiert wurde, wahrscheinlich geklungen hat. Und hätte dieses Wort hier wirklich Buelei gelautet und nicht etwa Puelle. Aber das ist natürlich völlig egal. Ihr könnt das, wenn ihr lateinische Texte lest, Puelle lesen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das mache nur ich als Sprachverliebter. Und hier im Dativ haben wir genau dieselbe Form. Was schon wieder zu Problemen führt, wenn in einem Text Puellae steht, dann müsst ihr feststellen, aus dem Zusammenhang, ist das ein Genitiv oder ist es ein Dativ? Und später werden wir sehen, es könnte auch ein Nominativ Plural sein. Im Akkusativ haben wir Puellam, Puellam,
Das M hier ist in den indogermanischen Sprachen generell die Markierung für das Objekt eines Satzes. Das hängt mit Entwicklungen zusammen, die sich im Spät-Urindogermanischen ergeben haben. Dann haben wir hier im Ablativ Puella. Das sieht auf den ersten Blick genauso aus wie hier der Nominativ, nur dieses A hier ist lang, deswegen wird es mit einem diakritischen Zeichen versehen, mit dem Strich über dem A, dem sogenannten Makron. Und der Vokativ, wie vorhin gesagt, der wird nur in der O-Deklination unterschieden vom Nominativ, ist hier wieder also Puella. Puella. Das war's schon für den Singular. Das sind alle Formen, die ein feminines Substantiv in der A-Deklination annehmen kann, im Singular in allen sechs Kasus. Lässt diese ganze Betrachtung noch für den Plural? Da hätten wir hier also, ich habe es ja schon erwähnt, Puellae. Im Genitiv kann auch noch mal schön der Unterschied zwischen Endung und Wortausgang betrachtet werden. Puella, der Wortausgang ist A, dieses A, und die Endung ist Rum. Das ist die eigentliche Endung hier, dieses Rum. Das A gehört eigentlich nicht zur Endung, es wird nur immer gerne zur Endung dazugerechnet, weil es steht ja in allen Formen da, wie ihr seht. Im Dativ haben wir Puellis. Im Akkusativ haben wir Puellas. Puellas. Im Ablativ wiederum Und im Vokativ, wenn ich also mehrere Mädchen rufe, dann hätte ich als Römer gerufen. Puellae. Also wiederum identisch wie der Nominativ, was uns nicht verwundert. Der Vokativ wird nur in der O-Deklination unterschieden. Das sind also die Formen der A-Deklination, femininer Substantive. Mehr ist es nicht. Wenn ihr diese sechs Formen in petto habt, dann, und sie in einem Text antrefft, dann könnt ihr sie problemlos analysieren. Und zu Textbeispielen werden wir natürlich in aller Welt kommen, aber wir müssen zunächst natürlich ein paar Formen kennenlernen, sonst können wir auch keinen Text lesen. Übersetzt wurden diese Formen also lauten das Mädchen, des Mädchens, dem Mädchen, das Mädchen, ja, je nach Zusammenhang, vom Mädchen weg, mit dem Mädchen und andere Sachen. Und ja, hier eben Mädchen. Das benutzt man jetzt eher nicht so. Okay, und hier im Plural die Mädchen, der Mädchen, den Mädchen, die Mädchen, ja, von den Mädchen, mit den Mädchen und Mädchen. Okay, damit belassen wir es mal für dieses Video und im nächsten Video werden wir, nachdem wir noch ein paar andere Formen kennengelernt haben, die ich zunächst vorgeben werde, weil ich will zunächst demonstrieren, wie diese Formen hier in Aktion aussehen, werden wir uns Beispielsätze ansehen.